Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich bin heute auf dem Weg zum Riesachsee. Da ganz unten haben wir Schladming, dann geht's den Hügel hinauf Richtung Riesachsee. Ich bin bei herrlichstem Wetter unterwegs und ich habe jetzt noch eine Kleinigkeit gegessen, bevor es da jetzt den Weg rauf geht. Und ich werde, glaube ich, nicht viel reden, weil es geht relativ steil hinauf, ungefähr eine Stunde lang über Steige und über, glaube ich, sogar die längste oder höchste Hängebrücke in Österreich. Bevor ich am Blödsinn rede, ich blende euch das jetzt ein. Und ich freue mich irrsinnig, denn eigentlich wollte ich im Sommer schon her. Und ja, wie Sie wisst, das Wetter hat mir halt immer wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und ja, es ist richtig schön da. Deshalb freue ich mich jetzt umso mehr, hier zu sein. Es ist Freitag, morgen Samstag, zu meinem Geburtstag. Soll das Wetter nicht gut werden. Aber ja, ich bin halt ein Herbstkind. Und eigentlich freue ich mich drauf, denn der heutige Sonnenaufgang war ziemlich langweilig. Nämlich strahlenblauer Himmel. Das ist halt, ja, ich muss mal den richtigen Weg finden. Und schon bin ich in die falsche Richtung gegangen. Wie soll es denn auch anders sein, oder? Wir gehen einmal in die Richtung. Ich werde euch heute nicht die ganze Tour mitnehmen, weil ich es ehrlich gesagt einfach nur genießen möchte, hier zu sein. Und vor allem hauptsächlich zu fotografieren. Und was soll ich sagen, das ist schon wiederum der ärgste Märchenwald. Da oben ist schon der erste Steg. Ja, so geht das dann eine gute Stunde bergauf. Und wie ihr euch wahrscheinlich denken könnt, ich werde ein bisschen länger unterwegs sein als nur eine Stunde. Abgesehen davon habe ich gerade was gegessen und ich sehe gerade den Wasserfall. Dieses Gebiet hier steht unter Naturschutz und was ich ganz toll finde, sind wunderschöne große Schilder für Hundehalter, dass die Hunde an der Leine gehen sollen oder müssen. Und das finde ich schon mal äußerst positiv. Ja, und was ich auch positiv finde, ich finde keine Worte, das ist einfach das, was mich gerade umgibt und mich sprachlos macht. Ich habe schon gehört, es soll schön sein, aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich fange mal an zu fotografieren. Ich habe allerdings kein Stativ mit, weil ich mir das Schleppen eigentlich ersparen wollte. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei einem Wasserfall fühle ich mich einfach absolut lebendig. Und da ist halt immer ein Flow dabei. Man kommt gar nicht zum Innehalten eigentlich, weil das Wasser ständig fließt. Philosophiestunde. Wir haben noch eine Stunde vor uns. Der war gut. Der wird ein bisschen länger dauern. So gefühlt die ersten 20, 25 Höhenmeter haben wir geschafft. Und ich sag's euch, ist es anstrengend. Aber traumhaft schön. Auf Fiovi. Boah, das ist ein Hoch. Das ist der Vorteil, wenn man lange Beine hat. Würde ich mal sagen. Oho! Und ich habe da unten fotografiert, wie blöd. Schaut euch das an. Hoppala. Also da unten auf diesem Felsen mit dem Gras und dem Moos könnte ich es mir wahnsinnig gut vorstellen, ein tolles Model in einem tollen Kostüm und dann so im Hintergrund der Wasserfall.
ein Träumchen. Es ist gar nicht so einfach, diesen Wasserfall wirklich schön abzulichten, weil wir wahnsinnig harte Kontraste haben. Die wunderschönen Felsen auf der rechten Seite sind komplett dunkel und diese kleinen Kaskaden in der Mitte, das ist halt auch relativ dunkel und vor allem ist der Schatten von einem Baum oder mehreren Bäumen. Und dort, wo das Wasser wirklich zusammentrifft, wo das meiste weiß ist, da ist auch die Sonne. Ein Traum. Da kann man sich nur spielen mit den Belichtungseinstellungen und schauen, dass man ein halbwegs gutes Ergebnis erzielt. Denn wie gesagt, Stativ habe ich keines mit. Ich bereue es aber nicht, weil der Weg ziemlich anstrengend ist. Aber es ist so schön. Alter, die Treppen sind da echt der absolute Wahnsinn. Also ich habe ja YouTube-Videos geschaut, um zu wissen, wie dieser Weg beschaffen ist. Und ja, ich habe gewusst, worauf ich mich einlasse. Ich habe jetzt schon Schmerzmittel in mir wegen meinem Knie. Und es geht immer noch bergauf. Schalalalala. Ah! Ist das jetzt der große Riesach-Bachfall? Ich weiß nicht, ob man das im Osten erkennen kann, aber da ganz oben ist eine Brücke. Ist das nicht ein Träumchen? Gehen wir ein Stückchen weiter. Ich möchte nämlich klarerweise auf diese Brücke rauf. Und hoppala, ich schätze mal, das dauert nicht lang. Und wir sind oben. Also nicht ihr, aber ich für euch. Ein bisschen Umgebung. Ja. Oh wow. Okay, irgendwo da unten steht mein Auto. Gefühlt bin ich schon ein bisschen weiter. Aber nur gefühlt. Oh ja. Bereue ich es jetzt, dass ich das Stativ nicht mit habe? Ja, ja, meine Lieben, ja, ja, natürlich. Oh, das ist schon hoch. Ready? Was sehen meine Äuglein? Die Hängebrücke. Ich habe Höhenangst, ich will es nur gesagt haben. Ach, schaut euch das an, wie schön. Das unter uns ist jetzt der große Riesach-Bachfall. Und ich sehe gerade, wir sind mittlerweile auf 1190 Meter. Jetzt muss ich nicht mehr so schreien. Jo, ne? Da ist der Beweis. Leute, ich freue mich auf die Hängebrücke. Wer von euch, das will ich jetzt wissen, ist schon mal über Hängebrücken gegangen? Für mich ist es das erste Mal und jo, wird spannend. Alpinsteig, nur bergwärts begehen. Alpines Gelände. Jetzt wird spannend, Leute. Ui. Okay, ich meine, die Treppen sind kniehoch. Das ist voll fies. Und das ohne Wanderstecken. Naja, wie ihr seht, die paar Treppchen da noch und dann sind wir auf der Hängebrücke. Ja, und mir sind ein paar Wiener entgegengekommen. Die müssten natürlich den falschen Weg runtergehen, ist ja wurscht. Ne? Und das noch mit Turnschuh. Also hier würde ich wirklich empfehlen, gescheite Schuhe anzuziehen. Mir ist zwar furchtbar warm in meine Wanderschuh,
aber Augen zu und durch. Also Augen zu ist jetzt blöd. Und ich merke, ganz ehrlich, mir geht die Kraft in den Beinen ein bisschen aus. Aber mit dem habe ich eh gerechnet. Okay, da ist keine Hängebrücke. Noch ein Stück auf. Ich versuche euch da jetzt einmal einen kleinen Rundumblick zu verschaffen. Hallo Osmo. Der ist, wenn ihm warm ist, funktioniert er meistens nicht so gut. Man möge mir das vergeben. Ja, also die Baumgrenze haben wir noch nicht erreicht. Aha. Das ist ja auch spannend. Verschütteter Eingang einer mittelalterlichen Bergwerksanlage. Okay. Da haben sie im Mittelalter ein Bergwerk gehabt. So, was sehen meine Äugelein? Und was sehen eure Äugelein? Bitte nicht schaukeln. Na geh. Immer diese Verbote. Okay, Leute. Eieiei. Entgegenkommen kann man normalerweise niemand. Okay. Jo, ne? Oh, 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 Scheibe, ein Kleister. Okay, okay, okay. Ich muss darüber. Wisst ihr das? Oh Gott. Okay, das ist ein arges Gefühl. Oh, Alter, oh, 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 oh. Ach du. Ich habe gerade ein Schwindel-Dingsti-Bumsti. Mit dem habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz gerechnet. Ich muss aber darüber, wie soll denn das jetzt gehen? Oh oh. Die Angst sitzt nur in meinem Kopf. Ne? Also wer jetzt auch Höhenangst hat, der kann mir jetzt vielleicht folgen. Allerdings muss ich euch sagen, filmen kann ich das jetzt nicht. Ich muss einmal umdrehen. Denn ich brauche meine zweite Hand, sonst geht das nicht. Ich hänge nur an diesen Dingen da. Da muss ich mich jetzt schwerstens konzentrieren. Fortsetzung folgt. Leute, die selber Höhenangst haben, die werden das jetzt wahrscheinlich ganz gut verstehen. Weil ich bin ja nicht nur in der Höhe, sondern das Gitter ist ein Problem, zumindest bei mir, und dieses Gitter bewegt sich auch noch. Nö. Ich weiß nicht, wie tief es da runter geht, aber ich glaube, das ist jetzt ziemlich irrelevant. Ich packe alles in den Rucksack rein, damit meine Hände frei sind. Meinen Rucksack schnalle ich mal um, also richtig auch mit Brustgurt und so weiter. Aber jetzt kommt jemand und die macht das vielleicht vor für mich, wie einfach das ist. Okay, die Angst sitzt nur in meinem Kopf. Weiter geht's. Ich hab's geschafft. Aber ich erzähle euch jetzt kurz, wie ich das geschafft habe. Zum einen habe ich mal alles in den Rucksack geräumt. Ich habe meine Haare zugebunden, damit keine Haare vor die Augen und so. Das irritiert mich. Und dann kamen zwei ganz, ganz liebe Frauen. Die eine hat mir den Rucksack abgenommen, hat Anweisungen gegeben, ich soll immer schön geradeaus schauen. Und die andere, die war schon auf der drüben Seite und die hat auch noch Fotos gemacht. Ja, was soll ich sagen? Es war eigentlich total easy. Zum einen habe ich ausgeblendet, dass der Boden unter mir schwankt, und zum anderen habe ich das wirklich umgesetzt, nämlich straight geradeaus geschaut. Ich bin einmal kurz stehen geblieben, weil ich dieses, also ungefähr in der Mitte, weil ich dieses Gefühl
spüren wollte, so auf dieser Brücke zu sein. Und ab dem Moment, wo ich mich auf das alles drumherum konzentriert habe, ist die Angst auch wieder gekommen. Ich habe jahrelang an meiner Höhenangst gearbeitet und was soll ich sagen? Sieg! Yes! Und wieder was geschafft. So, es geht bergab, meine Lieben, bergab. So, na, das ist ja easy, das Gitter da. Ja, das. The Bridge. Ja, das ist jetzt biestig, aber die haben wenigstens eine angenehme Höhe. Ja, das ist schon recht steil da. Osmo. Wie eine Himmelsleiter. Beim Steirischen Bodensee habe ich schon gesagt, das ist der schönste Wanderweg, den ich je gegangen bin. Also der wildromantischste eigentlich, soweit ich mich erinnern kann. Aber das, muss ich sagen, ist die schönste Schlucht, die ich je besucht habe. Und ich hätte mich echt im Bob spissen, wenn ich es nicht gemacht hätte. Genau. Ah, da kommt das Wasser runter. Ui! Okay, da geht es jetzt steil nach unten. Das heißt, ich muss den Osmo einpacken und rückwärts gehen und mich anhalten. So, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie lange ich eigentlich schon unterwegs bin. Gefühlt sind es 3 Stunden und man möchte nicht glauben, wie sehr einen Höhenmeter aufhalten. Aber ich glaube, ich bin bald da. Ich habe den Osmo jetzt eine Zeit lang im Rucksack lassen, weil es war einfach nicht mehr zum Händeln. Die Treppen, die Steige, die Felsen und sicherheitshalber packe ich da den Osmo immer in den Rucksack und das war jetzt nur noch ein Rein- und Rausgeräume, deshalb, man möge es mir nachsehen, habe ich das jetzt sein lassen. Es wird jetzt irgendwie ein bisschen ruhiger und ich hoffe wirklich, dass wir bald da sind, weil ich muss ja auch noch hinunter, na, da sind noch weitere Stege, ich werde verrückt. Wilma, ich mag nach Hause. Also nein, ich mag nicht nach Hause, aber irgendwie ist es so ein komisches Gefühl, wenn man nicht weiß, wie lange das noch dauert. Und ja, hinterm Berg geht dann gleich die Sonne auch, also gleich demnächst die Sonne auch schon wieder unter. Aber ich sag's euch, ohne halbwegs fit zu sein, und ich bin wirklich nicht wirklich fit, aber ein bisschen Kondi und gute Schuhe sind absolut notwendig. Es sei denn, du lässt dir Zeit und gehst dann 4 Stunden rauf oder so. Meine Knie halten Gott sei Dank auch durch. Mir ist so warm, ich würde mich da am liebsten jetzt reinlegen. Aber ich glaube, das halte ich genau aus, 2 Sekunden.
dann bin ich tiefgefroren. Ich kann keine Treppen mehr sehen. Das muss natürlich der Wahnsinn sein, im Frühjahr, während der Schneeschmelze. Und wenn man schaut, dass da das Wasser alles mitträgt, riesige Baumstämme, das ist schon irre. Welche Gewalten da am Spiel sind. Ein Träumchen. Okay, die wackelt halt auch ein bisschen. Das ist eigentlich, fühlt sich das auch an wie eine Hängebrücke. Nur eine kurze Hängebrücke. Ich könnte jetzt jodeln, das wird keiner hören. Nach einer gefühlten halben Ewigkeit bin ich endlich am Ziel, direkt am Riesacher See. Drin ist noch ein kleiner Wasserfall. Und sonst nur Natur, nur Natur, nur Natur, nur Natur. Soweit ich das von da erkennen kann, gibt es hier glasklares Wasser, was natürlich der absolute Wahnsinn ist. Ja, da sieht man bis am Grund. Ich habe leider am Osmo keinen Poolfilter. Vielleicht sollte ich mir den auch einmal besorgen. Und die ganze Umgebung da, also der See selber, gehört auch noch zum Naturschutzgebiet. Da könnte man eigentlich durch. Nein, zu tief. Schade. Betreten des Grundstücks verboten. Okay. Meine Lieben, ich zeige euch jetzt noch einen Rundumblick. Ich werde da noch ein bisschen fotografieren, ein Päuschen machen und dann schön langsam, aber sicher wieder zurückgehen. Wie ich heute gesehen habe, sind wieder einige neue Abonnenten da und ich sage mal herzlich willkommen und an alle, die sich das Video jetzt bis zum Schluss angeschaut haben, wie immer, herzlichen Dank fürs Zuschauen, pfiat euch, bis zum nächsten Mal und am Schluss, wie immer, ein paar Bilder. Ich muss sagen, das hat mich ganz schön geschafft, der Weg da rauf. Aber die Belohnung kann sich, glaube ich, sehen lassen. Meine Lieben, macht's das gut. Bis zum nächsten Mal.